Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Und ihr kennt sicher das Problem, es ist Herbst, ihr mögt euch nicht mehr schinden, aber die Hecke kehrt noch geschnitten. Ihr habt jetzt eine sehr große Hecke, wo ihr mit der normalen Heckenschere nicht draufkommt und ihr wollt die trotzdem aber schneiden, aber nicht so viel Gewicht in der Hand haben. Da gibt es eine gute Lösung von der Firma Stihl, und zwar ist das das HLA85. Das ist eine Akku-Heckenschere, die wo ihr ausfahren könnt. Und zwar hier, kann man hier entriegeln und dann könnt ihr die nochmal ausfahren. Ihr habt dann super hohe Reichweite. Also ihr seht, ihr kommt da sehr weit rauf. Also im Vergleich, da ist jetzt einmal ein Gebäude. Zeige ich euch, ihr kommt von der Höhe her sozusagen bis zum ersten Stock vom Boden aus. Und das ist dann schon ordentlich, also da könnt ihr schon wirklich große Hecken damit bearbeiten. Fahren wir jetzt einmal wieder ein. Hier ist die Entriegelung. Braucht ihr bloß hier auf- oder zumachen, dann könnt ihr es entsprechend fest. Und ihr könnt es hier auch schwenken. Also wenn ihr oben einen Kopfschnitt macht, könnt ihr hier schön nehmen, da zurückziehen und dann könnt ihr so rüberschwenken. Und dann könnt ihr oben auch den Kopfschnitt machen. Da werden wir mal das Messer zeigen. Schutz ist auch dabei. Ihr habt ein super scharfes Messer. Doppeltmesser, heißt oben Messer. Und unten Messer. Bei den meisten Heckenscheren ist es so, die haben entweder oben ein Messer und unten nur eine Gegenschneide oder umgekehrt. Aber in dem Fall habt ihr zwei Messer. Hat den Vorteil, wenn ihr Ober- und Untermesser habt, ihr könnt beide Messer nachschärfen. Ja, da kommt gerade mein Mähroboter, den können wir jetzt nicht brauchen. Aber da stellen wir uns bloß hin, dann dreht er um, kein Problem. Ihr habt vorne einen Kantschutz, ist zwar jetzt bei den Hochheckenscheren nicht so wichtig, weil ihr schneidet ja normalerweise nicht im Bodenbereich, sondern eher oben. Weil die meisten machen im unteren Bereich dann mit einer anderen Heckenschere. Oder gehen halt nicht so weit runter, weil es ja eh große Hecken haben und da ist meistens im unteren Bereich eh nicht so viel zu finden vom Krautwerk her. Gut, von der Bedienung, ihr habt einen Gurt dabei, den könnt ihr einhängen, der ist im Lieferumfang enthalten. Ansonsten steckt man bloß hier den Akku rein, bis er verriegelt ist, zeige ich euch auch gleich. Dann Sperrhebel drücken hier oben, unten. Da muss noch entriegelt sein, hier. Der hat mehrfache Sicherheitsverriegelung, dass man nicht versehentlich einschalten kann wegen einem Unfallrisiko. Ist mittlerweile bei allen Akkugeräten vorgeschrieben. Also hier entriegeln, nach vorne gehen, nach vorne ist verriegelt, damit man nicht versehentlich einschalten kann. Also hier entriegeln, Hebel drücken und hier dann einschalten. Das zeige ich euch jetzt auch praktisch. Ihr braucht einen Akku, da kann man verschiedene Geräte aus dem Profisortiment von Stihl wählen. Ich habe jetzt den alten AP300 in dem Fall. Das ist einer der stärkeren Akku, auch schwerer. Man kann natürlich auch leichtere Akkus mit weniger Kapazität nehmen, weil die Akku-Heckenscheren brauchen eigentlich wenig Leistung. Also ihr könnt relativ lange arbeiten, mit dem großen Akku natürlich sehr lange. Der wird bloß reingesteckt. Hier auf die Führung achten. Mit anderem Strom. Passt nur in einer Position, also ihr könnt eigentlich nichts verkehrt machen. Reinschieben, bis er einrastet. Fertig. Dann ist das Gerät einsatzbereit. Also ihr hört das schon im Vergleich zum Benzingerät. Wir haben hier jetzt bei 96 Dezibel maximal. Das ist vom Geräuschpegel wie ein Rasenmäher ungefähr. Also um einiges leiser, als wenn ihr jetzt ein Benzingerät habt. Es gibt ja auch Benzingeräte, so große, aber das ist dann halt ein ganz anderer Lautstärkenbereich. Da könnt ihr jetzt, zeige ich euch mal, dann entsprechend schneiden. Fahren wir es einmal ganz aus, weil die Hecke ist ja hoch genug.
wie gesagt, wenn ihr einen Kopfschnitt machen möchtet, könnt ihr das auch machen. Dann stellt ihr die Heckenschere so. Meine Hecken ist jetzt nicht von der Höhe her begrenzt, da wäre es wurscht. Aber wenn ihr normale Hecken habt, wo ihr dann oben noch flach schneiden wollt, könnt ihr dann auch von der Höhe her kürzen auf das Niveau, wo ihr haben möchtet. Geht hier einfach schön zu nehmen, hier entriegeln und dann entsprechend schwenken, wie ihr es braucht. Und wenn ihr unten weitermachen wollt, dann entsprechend einfahren. Also ich arbeite lieber ohne Gurt, aber man kann sich den Gurt natürlich auch umhängen. Was wichtig ist, was ich jetzt nicht aufhabe, aber wenn ich mehr mache, auf jeden Fall immer mache, Schutzschirm mit Gehörschutz würde ich empfehlen. Man kann es auch ohne machen, aber wenn ihr dickere Äste schneidet und die fallen euch auf den Kopf, ist das nicht so angenehm. Also deswegen würde ich mindestens einen Schutzschirm mit so einer leichten Schutzding oben haben. Noch besser, wenn ihr habt, ist natürlich ein Helm. Weil wenn ihr dickere Sachen schneidet und fällt euch auf den Kopf, wie gesagt, ist nicht so angenehm oder ihr könnt euch verletzen. Aus dem Grund würde ich da auch was dazu nehmen. Einfache Schutzbrille ist bei den meisten Geräten dabei, aber wie gesagt, besser mehr machen, ist sicherer. Aufpassen, die Messer sind sehr scharf, dass ihr euch nicht verletzt. Deswegen aus dem Grund immer auch Sicherheitsabstand halten, ganz wichtig. Lithium-Ionen-Akku, wie bei allen Akkus, vor dem ersten Einsatz voll aufladen. Wenn ihr das Gerät bei mir kauft, erkläre ich euch natürlich auch alles. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch online bei mir bestellen, dann schicke ich euch zu. Dann könnt ihr natürlich auch immer meine Videos anschauen, wo ich die Sachen erkläre. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch kommentieren oder mir E-Mail schreiben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich einmal besucht im Laden natürlich. Und wenn ihr so ein Gerät kaufen wollt, ich verlinke euch die technischen Daten und auch die Bestellmöglichkeit und auch die Schutzausrüstung, wo man dazu nehmen kann. Ja, das war wieder Bernhard Eschbaumer mit der Akku-Hochheckenschere, teleskopierbar, wo ihr auch die großen Hecken machen könnt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gefällt mir machen, nicht vergessen, liken, abonnieren, das ist wichtig für mich, da freue ich mich noch mehr, dann sehe ich auch, dass die Videos gut angekommen sind. Dankeschön und schönen sonnigen Nachmittag noch.